Willkommen zurück, Freunde der kalten Brise. Wir haben vier wichtige Messwerte bei den letzten Videos uns mal angesehen und jetzt schauen wir uns einmal an, wie wir die deuten können oder was wir damit überhaupt machen können. Ja, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema zu hohe Drücke, zu heiße Temperaturen, Kunden, die nie auf uns hören. Also reden wir einfach mal über Hochdruckstörungen im Sommer. Und wenn ihr nichts verpassen möchtet, dann drückt die Glocke, lasst ein Like da und let's go! Dafür spielen wir mal ein klassisches Szenario eines Kälteanlagentechnikers durch. Es ist Samstag. Ihr sitzt gemütlich beim Kaffee, versucht den Tag zu starten und schon läutet euer Telefon. Ihr seht schon am Display, oh mein Gott, der nicht belehrbare Kunde. Er heißt Kevin. Wir nennen ihn einfach Kevin. Ich finde, ja, Kevin passt zu ihm. Er schreit euch ins Telefon rein. Oh Mann, meine Kühlzelle, die Temperatur steigt, die Ware wird kaputt, etc., etc., etc. Also, was macht ihr natürlich? Ihr trinkt zuerst euren Kaffee aus, ihr setzt euch ins Auto und düst los zum Kunden. Ihr kommt beim Kunden an und ihr stellt natürlich gleich mal den größten Fehler überhaupt dar. Es steht kein Kaffee da. Naja, es ist halt ein Kevin. Was soll ich sagen? Aber nichtsdestotrotz, schaut ihr rein, seht ihr Kühlzelle plus 30 Grad Celsius. Na, ihr könnt schon eins zu eins zusammenrechnen. Die ist nicht vor ein paar Stunden ausgefallen. Dafür lief nicht. Die läuft schon länger nicht. Also, was machen wir? Wir unterhalten uns mal mit dem Kunden, fragen mal nach, was ist in der ganzen Zeit passiert, hin und her. Und dann sagt er, naja, eigentlich seit Mittwoch rennt die schon nicht ganz so richtig, aber ich wollte es halt mal ein bisschen beobachten. Dann fragst du nach, hey, kurze Frage, ich war nicht bei dir. Hast du eigentlich schon mal eine Wartung machen lassen, dieses Jahr oder letztes Jahr oder überhaupt? Na, das kostet ja so viel Geld. Dann geht bei euch auch schon mal im Kopf, alles klar. Gehen wir mal zur Anlage hin, packen unsere Messgeräte auf und legen los zum Messen. Wir haben ja gelernt, okay, wir brauchen eigentlich alle Temperaturen und alle Drücke, so wie wir in den vorgehenden Videos, unsere vier Messpunkte. Ich glaube, in manchen Fällen brauchen wir nicht alle vier, da können wir auch schon mit ein oder zwei das Ganze ein bisschen schon mal einschränken. Aber fangen wir einfach mal an. Wir kommen hin und denken mal, okay, der hat keine Wartung gemacht. Also gehen wir schon mal in die Richtung Hochdruckseite. Das ist schon unser erstes Indiz und wir hängen unsere Hochdruckseite an und messen unsere Verflüssigungstemperatur und kommen drauf, wir haben 55 Grad Verflüssigungstemperatur. Und jetzt rechnen wir einfach mal. Wir haben jetzt Samstag, es ist zwar Sommer, aber es ist Vormittag, das heißt wir haben roundabout 20 Grad Celsius circa Umgebungstemperatur. Und wenn wir uns an unsere Videos davor erinnern, dann sollten wir mit einer Verflüssigungstemperatur von circa 35 Grad Celsius laufen. Das ist halt der Idealwert, das ist halt der Schulwert, das ist das, was wir halt schon mal gesagt haben, könnte auch ein bisschen höher laufen, aber 55 Grad, naja, ist schon ein bisschen hoch. Also, unser Indiz ist Hochdruckstörung. Ja, wie können wir das jetzt bestätigen? Naja, wir haben hier noch einen zweiten Messwert. Der zweite Messwert, die Unterkühlung. Und wir kommen drauf, oh mein Gott, wir haben tatsächlich 0 Grad oder 0 Kelvin, Entschuldigung, wir geben das ja in Kelvin an. 0 Kelvin Unterkühlung. Ist schon ein bisschen sehr drastisch, was ich hier am Beispiel mache. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass das Ding überhaupt noch läuft bei 55 Grad. Aber denken wir mal daran, wir haben jetzt Vormittag. Und nicht jede Anlage hat irgendwelche resettbaren Hochdruckschalter drin oder sonst was in der Richtung. Und man kann schon Revue passieren, ein bisschen, oh, was passiert denn dann? Was ist denn gestern passiert? Vielleicht um die Mittagszeit oder am Nachmittag. Dann gehen die Temperaturen natürlich noch höher. Das heißt, eigentlich sind wir schon auf dem Punkt angelangt, wo wir sagen, welche Möglichkeiten haben wir? Wir haben ein Hochdruckproblem, was können die Ursachen sein? Also grundlegend, währenddessen wir schon messen, wir wollen ja praxisorientiert bleiben, spielen wir die Szenarien ja schon in unserem Kopf durch. Wir haben eine erhöhte Verflüssigungstemperatur, wir haben keine Unterkühlung. Also lassen wir mal den Punkt Verdampfung und Überhitzung zu messen einfach mal weg, sondern gehen mal unsere schon im Kopf durch. Ist der Verflüssiger sauber? Punkt 1. Rennt der Verflüssigungslüfter überhaupt? Punkt 2. Oder bei Wassergekühlten natürlich haben wir überhaupt Wasser. Aber wir haben jetzt hier bei Kevin einen dezenten luftgekühlten Verflüssiger, also bleiben wir beim Ventilator.
Dritte Variante ist, ist zu viel Kältemittel da? Hat er sich vielleicht doch jemanden geholt, der vielleicht immer ein bisschen was reingefüllt hat? Es gibt ja, ich glaube, viele, gerade die Oldschool-Leute, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so gang und gäbe ist, aber früher war das sehr häufig. Ja, im Winter füllen wir ein bisschen Kältemittel auf und im Sommer lassen wir halt wieder ein bisschen Kältemittel ab. Also ich kann mich an gute Zeiten diesbezüglich erinnern, wo wir das gemacht haben. Also bleiben wir natürlich bei Punkt 3, ist zu viel Kältemittel drin. Und Punkt 4, haben wir Luft im System drin. Ich gehe jetzt mal dezent davon aus, dass wir Punkt 1 und Punkt 2 relativ schnell feststellen. Punkt 3, ich sage mal, ist schon eher eine unwahrscheinliche und Punkt 4 ist noch unwahrscheinlicher, gerade in der Bauform. Ja. Bei einer normalen Kühlzelle, dass da Luft reingekommen ist und dass wir deswegen jetzt eine Hochdruckstörung haben, kommt eigentlich sehr selten vor. Sowas passiert natürlich bei sehr tiefen Temperaturen, Anlagen, die vielleicht gegebenenfalls auch im Vakuum laufen. Also würde ich jetzt mal Punkt 3 und Punkt 4 ausschließen, kümmern wir uns jetzt einfach mal um Punkt 1 und Punkt 2. Punkt 1 war der verschmutzte Verflüssiger. Ich glaube, da brauchen wir jetzt das wichtigste Messgerät, das allerwichtigste Messgerät und auch das teuerste Messgerät, was wir überhaupt besitzen, unsere Augen. Ich glaube, das bekommt auch jeder hin. Schauen wir mal. Und damit kann ich nicht nur Punkt 1, sondern auch gleichzeitig, ihr werdet es mir tatsächlich nicht glauben, aber ich schwöre euch, ihr könnt Punkt 2 auch damit abschließen, weil ihr könnt auch gucken, ob der Lüfter läuft. Und das ist meistens auf derselben Position. Also schauen wir uns das Ganze einmal an und kommen drauf, der Verflüssiger, der ist komplett zu. Und zusätzlich ist Kevin nicht belehrbar. Schon damals habt ihr mal, ihr wart schon mal vor einiger Zeit oder vor Jahren schon mal dort und habt Kevin gesagt, hey Kevin, sei mir bitte nicht böse, aber ein Aggregat ist keine Lagerfläche. Der hat natürlich seine ganzen Kartons und alles drum und dran und seine ganzen Pakete, alles dahingeschlichtet. Das Ding verhungert, das Ding kriegt keine Luft mehr. Das hört sich so an, wie wenn ich ein Stockwerk hochgehe. Wie eine Dampflok. Und jeder, der natürlich letztes Mal im Livestream dabei ist, weiß, was das bedeutet bei mir. Also, was machen wir jetzt natürlich? Der Kaffee ist noch immer nicht fertig. Kevin ist nicht einsichtig. Also, wir reinigen einfach jetzt mal den Verflüssiger. Wir räumen die ganzen Kisten natürlich weg. Wir schauen, dass das Ding einfach wieder atmen kann. Und dann muss der Kaffee fertig sein, weil dann heißt es für uns warten. Warum sage ich warten? Klar, im Hochsommer, wir haben alle Stress. Wir haben alle, oh mein Gott, nein, ja, nicht so lange beim Kunden bleiben, etc., etc., etc. Aber trotzdem sollen wir uns die Zeit nehmen, wenigstens eine halbe Stunde warten und dann unsere Messungen noch einmal durchführen. Um zu bestätigen auch, dass wir uns nicht irgendwie täuschen haben lassen. Somit haben wir jetzt unseren Kaffee getrunken, wir haben eine halbe Stunde circa gewartet und messen noch einmal. Und sehe da, was messen wir auf einmal? Och, wir haben jetzt auf einmal eine Verflüssigungstemperatur von 40 Grad Celsius und wir haben auf einmal eine Unterkühlung von 6 Kelvin. Und auf einmal fängt auch die Anlage zum Kühlen an. Natürlich habe ich euch jetzt einen Wert gesagt und jeder, der bei den ersten Videos aufgepasst hat, hey, warte mal, du hast dir irgendwas gesagt von 15 Kelvin. Ja, ich habe mal gesagt 15 Kelvin, aber ich habe auch gesagt, dass es ein Schulwert ist und dass Anlagen auch immer wieder unterschiedlich laufen. Und am Anfang des Videos habe ich gesagt, wir haben 30 Grad Raumtemperatur gerade aktuell im Kühlraum drinnen. Die Ware ist komplett warm. Also ich trinke den Kaffee, aber essen würde ich dort jetzt tatsächlich mal nichts mehr. Aber da kann natürlich die Verflüssigungstemperatur etwas höher natürlich noch sein. Und vor allem, es war ja alles warm. Das dauert ja auch eine gewisse Zeit. Also erschreckt es nicht, wenn natürlich jetzt die 15 Kelvin nicht eingehalten werden. Das ist auch nur ein Richtwert. Ganz, ganz wichtig. Bitte das immer beachten. So, wir sehen jetzt natürlich da, wir lachen jetzt natürlich ein bisschen schelmisch. Das ist natürlich auch klar. Und Kevin fragt natürlich, warum lachst du? Und du sagst einfach, naja, hättest du eine Wartung gemacht, hättest du eine Überprüfung gemacht. Ja, dann würdest du am Wochenende nicht anrufen bei mir, jetzt hier Überstunden bezahlen, irgendwelche Notpauschalen bezahlen und dafür, dass ich jetzt eigentlich nichts anderes gemacht habe, als wie den Verflüssiger gereinigt.
Natürlich habe ich jetzt in dem Video einen Fall genommen, der vielleicht ein bisschen übertriebener war. Wo die Anlage schon komplett ausfällt, etc., etc., etc. Aber was ich mit dem Video sagen wollte, ist, anhand dieser Messwerte, anhand von Verflüssigung und anhand der Unterkühlung, kann ich vielleicht schon im Vorfeld so eine Störung erkennen. Sehr häufig sehen wir mit den Augen nicht, ob der Verflüssiger zu ist. Der schaut von außen sehr sauber aus. Im Stress, im Sommer täuschen uns auch unsere Sinne manchmal. Wir sind gestresst. Ich komme über das Schweiß runter. Wir fahren von A nach B nach C überall hin. Und dann gehen wir hin, sehen hier, oh, der schaut aber eh sehr sauber aus. Aber haben uns nicht die Arbeit gemacht, vielleicht mal reinzuleuchten, dass der innen drin schon komplett verfilzt ist. Aber das merke ich anhand der Messwerte. Wenn ich dort bin und merke, oh, die Verflüssigung ist schon sehr hoch und wir haben schon sehr, sehr geringe Unterkühlung, dann könnten wir vielleicht gegebenenfalls, würde Kevin früher anrufen, das Ganze feststellen können, ohne dass jetzt schon ein aggressiver Ausfall der Anlage ist. Also meine Lieben, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist eine Rechnung schreiben, zusammenpacken und Kevin nochmal darauf hinweisen, mach verdammt nochmal eine Wartung von deiner Anlage und hör auf, unser Aggregat als Lagerfläche zu verwenden. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt die Glocke, lasst ein Like da, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was für Kunden habt ihr denn so, auf was hören die Kunden bei euch nicht? Und wir werden das ganze Thema natürlich nochmal live auf Twitch aufarbeiten, wenn ihr noch Fragen dazu habt. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, dann schaut natürlich auch bei Instagram und bei TikTok vorbei. Da erfährt ihr, wo ich gerade bin und was ich gerade mache. Und natürlich ein schöner Spruch zum Abschied meines Videos. Hot and cold is gold. Für uns Techniker natürlich. In diesem Sinne, macht es gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Euer Chris.